Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Crowded mit Voucher, mit unserem kleinen Nördle. Ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen uns einen neuen Tag. Dann würde ich sagen, wir stärken uns. Heute möchte ich ein ganz kleines bisschen unten die Palisaden mal zumindest anschauen. Ich habe mal eine kleine Ecke angezeichnet. Hier unten so ein ganz kleines Feld vor unserem Eingang. Das wird mehr oder weniger unser eigener Hinterhof, unser Garten im Garten. Und da schauen wir mal, dass wir die Pilzbeete reinbekommen. Das heißt, wir werden heute auf Materialtour gehen. Und jetzt stärke ich uns kurz und dann hauen wir direkt ab, dann wissen wir es schon mal. Guck mal, da hängt auch einer direkt an der Base. Ein wunderbarer war das. So, ein bisschen aufräumen müsste ich allerdings noch, sonst haben wir nämlich kaum Inventar. Und die Ameisenrüstung nehme ich mit, dann können wir nämlich auch mehr Material tragen. Dann haben wir nämlich alles zusammen. Ich nehme sie aber nur mit. Ich nehme sie nur mit. So, meine Lieben, dann schauen wir doch mal kurz, ist das da unten an. Ich habe gedacht, wir machen erstmal eine kleine Ecke, bevor ich jetzt da riesengroß was anzeichne. Und wir dann, sage ich mal, die nächsten 10 Folgen nur am Stämme holen sind. Da haben wir auf jeden Fall genug Material und das sollten wir auch nutzen, damit wir da heute ein bisschen was geschafft kriegen. Jetzt passen wir auf, dann machen wir nämlich das jetzt alles mal rüber. Die Pilze können von mir jetzt drin bleiben, du kommst rüber. Der Rest sind eigentlich Materialien. Oh, pass mal auf, ich hätte das gerne so. Käfer zu Käfer. Das ist der Ameisenkopf. Sehe ich gerade nicht, oder? Doch, nee, das passt schon. Das sind die zwei Rüstungen, die ich mitnehme. So, den Marienkäfer. Stink. Da müssen wir auch noch zwei Stück machen. Die Mission haben wir noch offen, ne? So, so und so. Die da nehme ich natürlich auch mit. So können wir mal runter. Jetzt schauen wir mal, was wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch Material haben. Ja, das sind auch noch ein paar. Guck mal. Dann verwerten wir erstmal die, würde ich sagen. So, bevor ich jetzt Scheiße baue, ich will ja noch zwei Eingänge dazu machen, dass wir auch von hier rauskommen. Zumindest hier vorne auf der Vertiefung, da hätte ich ja schon gerne eine Tür drin gehabt. Wir machen mal eins weg. Das wäre natürlich geil, wenn ich eine Doppeltür hier reinkriege. Komm, wir gucken mal, ob das geht. Wir schauen einmal, ob das geht. Das wäre ein wunderschönen guten Morgen, Stückler. Ich sag dir mal so, wenn ich mal eine Weile was angezeichnet habe, ist mir schon aufgefallen, dann kann es durchaus sein, dass das Spiel manchmal ein bisschen ruckelt. Ne, ich nehme an, ich muss erstmal den hier wegmachen. Die wachsen aber bei mir momentan auch nach wie Sau. So, das machen wir auch wieder weg. Ich habe mittlerweile einen zweiten Ständer unten reingestellt für die Grashalme, weil es einfach viel zu viel jetzt mittlerweile wird, was ich hier ansammle. Guck mal. Hier haben wir schon den zweiten, der sich jetzt gerade füllt. Wird halt unser Lagerbereich hier unten, ne? Ah, komm schon, das wird doch jetzt hinhauen. Ich mach den auch mal noch weg. Und ihr denn? Die musst du einsammeln, weil die brauchst du nämlich. Zack, 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 zack. Boah, da liegen ganz viele, die ich noch nicht eingesammelt habe. Nehmen wir alle mal mit. Nicht zu nah an die Ameisen vor. Wir müssen übrigens auch noch mal den Ameisenbau, wenn ich es nämlich jetzt richtig weiß, ist das schon so, dass das zweite Teil von dieser einen Rüstung da unten noch irgendwie liegt. Das dritte. Zwei haben wir ja eingesammelt, ne? Ja, da gucke ich mal in die Kommis. Als ich da drin war, wusste ich es natürlich nicht. Ihr habt bestimmt was dazu schon geschrieben. Und dann nutze ich mir gerade die Infos von euch, wenn ich das nächste Mal da hingehe. Und guck mal, ob ich das finde, ne? So, meine Lieben. Ich habe erst überlegt, ob ich außenrum die Palisade einmal um die Base ziehe. Das wird aber so viel Material. Jetzt gucken wir es uns erstmal hier an, habe ich mir überlegt. So, pass auf, ich bräuchte eine Tür. Das ist doch jetzt. Das kann doch nicht sein. Kann es sein, dass ich die tief an... Warte mal kurz, den muss ich nochmal wegmachen. Dann setze ich den nämlich gleich mal ein bisschen höher an. Und da müsste doch jetzt normalerweise eine Tür reinpassen. Komm schon, Spiel. Geht nicht, ne? Verstehe gar nicht, warum nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Das geht leider nicht. Jetzt kriege ich das hier auch nicht mehr hin. Okay, wenn ich jetzt hier eine Tür reinmache, von mir ist es... Aber dann eher nach außen, gell? Jetzt habe ich extra alles angezeichnet und habe gehofft, dass ich das heute schön da reinpassen kann. Weißt du, Element raus, Element rein, war so die Idee. Wir probieren es nochmal. Erst aufgeben, wenn es vorbei ist. Aha. Aha. Dann war es jetzt, weil auf dem Boden noch was gelegen war. Ansonsten von der Höhe her passt es soweit. Die mache ich jetzt ausnahmsweise mal weg, die werden halt nachwachsen. Ich weiß nicht, ob das so bleiben soll. Ich bin ja der Meinung, so, dass es nachwächst, wenn man den Halm stehen lässt, ne, den Stängel hier. Und alles andere sollte sich normalerweise, sollte dann vorbei sein mit dem Nachwachsen. Bin froh, dass ich die Tür reingekriegt habe.
Oh, sind wir schon voll. Zwei Stück habe ich hier aufgefüllt. Also das ist ja geil mit der Tür hier. Und da würde ich hier noch eine reinpassen wollen. Und zwar gleiches Spiel. Komm, wir probieren es mal. Und da noch eine weg, oder? Ja. Komm, das wäre cool. Spiel, das wäre cool. Kostet trotzdem Haufen Mats, ne? Hä? Hier geht's. Ja. Funktioniert auch. Was brauche ich denn eigentlich? Woven Fiber ohne Ende. Aber Woven Fiber kann ich machen, weil ich unheimlich viel Gras geholt habe. Das würde ich jetzt gerne heute in der Folge machen. Das heißt, wir gehen jetzt gleich ausrücken mit der Ameisenrüstung, besorgen uns, was wir brauchen. Und dann gucken wir mal, dass wir die Pilzbeete hier vielleicht noch reinkriegen. Da hätte ich auch Lust drauf. Soll ich da jetzt echt noch eins bauen? Eigentlich schon, oder? Komm, wir bauen da noch eins rein. Das ist unsere Lagerfläche. Wenn wir hier nicht wirklich Gas geben im Aufbauen, warum? Je mehr ich anzeichne und je mehr ich versuche zu bauen, desto mehr. Wie sieht's aus? Ja, ist okay. Trockenes brauche ich noch eins, fünf Steine und Wofis. So, meine Lieben, dann drücken wir jetzt gleich außen und holen richtig viel Pusteblumenstängel. Vielleicht machen wir da heute einen Haken dran. Das wäre natürlich eine Geschichte. Ne? Ein trockenes, fünf Steine. Trockenes habe ich, glaube ich, keins mehr oben. Aber Steine. Komm, wir gucken mal kurz. Wenn trockenes ist, dann hier. Leider nein. Steine habe ich hier. Nehme ich mal schon komplett einen Stack raus. Ja, aber trockenes ist ja da draußen. Komm her. So. Ich grüße dich. Die sammle ich alle ein. Da brauche ich nämlich für Wofis jede Menge. Hallo. So. Ich habe jetzt auch, glaube ich, herausgefunden, dass der Marienkäfer die Rüstung, dass man sich da tatsächlich selber heilt. Müssen wir mal probieren, wenn wir das nächste Mal irgendwo einen Schlag abkriegen. Halt, trockenes wollte ich holen, gell? Vorne steht eins, das nehme ich. Da liegt auch noch eins auf dem Boden. Ah, jetzt zeigt es das an, ne? Jetzt könnte man dem praktisch mal folgen demnächst. Probieren wir auch mal irgendwann. So. Liebe kleine Elemois. So, da haben wir drei von den Grasständern. Das ist natürlich jede Menge. Sehr geil. Also, man ist hier aufgeräumt. Im Zentrallager. Zack, zack. Ziehst hier rein, ne? Da könnte man sogar noch ein viertes hinmachen. Müssen wir aber nicht unbedingt. So, und hier brauche ich doch auch Wofis. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Und machen richtig viel Woven Fiber, hauen das dran und dann holen wir unsere Pustenblumenstängel. Morgen gehen wir natürlich wieder on Tour, ne? Das ist natürlich klar, weil wir haben ja noch Missionen. So. Gucken wir mal, dass wir morgen die zwei Marienkäfer noch packen. Wenn einer vorbeikommt, mache ich ihn natürlich gleich mit. Dann haben wir die beiden Missionen, weil dann kriegen wir bestimmt irgendwann auch die Jagdquest nach den Spinnen. Und da freue ich mich drauf, weil dann bereiten wir uns auf den Spinnenkampf vor. Spinnenrüstung fehlt uns noch und zwei, drei Kleinigkeiten. Müssen wir mal direkt reingucken, pass mal auf. Das wird mich nämlich jetzt schon interessieren. Die Slippers will ich machen, die habe ich noch nicht gebaut, dass ich sehe, wie die sind. Ansonsten sind wir rüstungstechnisch nämlich so weit durch, dass hier noch die Spider-Rüstung fehlt, ne? Die will ich mir natürlich noch aufbauen. Das ist klar. Alle Rüstungen will ich einmal gesehen haben. So, jetzt gehen wir hier durch. Okay, alles weiter. Oder brauche ich noch mehr? Ach du je, das war jetzt ein Tropfen auf den heißen Stein. So, komm her. Dann würde ich sagen, diese, da liegen sie nämlich. Ich sammle die nämlich ungern ein, wenn ich am Fällen bin. Ich mache das immer am Stück und dann vergesse ich es. Die da vorne ist keine, gell? Ja, ja. Euch gefällt es an meiner Blumenfalle, das habe ich schon gemerkt. Die hier war ja keine, die ich mitnehmen kann, ne? Nee. Aber die da. Ja, jetzt holen wir mal drin dran, Leute. Nochmal. Sind aber nur vier. Außerdem müsste ich umswitchen auf ihmchen. Das sind ja nur vier. Ich brauche viel mehr. Da unten liegt's. Da liegt auch noch eins. Nee. Ich dachte, die nimmst du schon mal mit. Die brauchst du nämlich alle. So, komm, lass gucken. Da hinten ist noch... auf. Oh, da sind ganz viele noch. Pass mal auf, dann machen wir jetzt Folgendes, dass ich sie nachher auch wieder finde. Ich lege sie hier hin, vor den Eingang. Und dann hauen wir da hinten die Pustis um.
Ist das eins zufällig? Aber das sieht auch sehr dick aus. Das könnte eins sein, wo viel dran ist. Ja, aber Glück. Huch. Ja, schön weitermachen. Und nochmal. Und nochmal. Doch, packt schon. Das dauert aber eine Weile. Das ist ein ziemlich dicker. Da wird einiges rauskommen. Schön, gell, die Animation, wie sich das so langsam aber sicher auflöst. Ja, der war doch schon mal nicht schlecht. Ja, nimm ruhig mit. So, das gleiche Spiel hier auch nochmal. Ich fälle jetzt erstmal ein bisschen. Und dann schleifen wir das nachher hintere. Das sind jetzt 4. Dann haben wir hier 8. Da, guck mal. Die können wir alle wegkratzen. Dann haben wir genug heute. Die nehme ich mit für Wolfies. Ist der Wahnsinn. Deswegen, ihr seht ja selber, ne, wie viel Material das kostet, so eine kleine Palisade aufzubauen. Aus dem Grund habe ich jetzt da nicht unendlich viel rauskauen. Angezeichnet. Gut, das war es offensichtlich schon. Da wird noch eins, zwei. So, komm, dann laufen wir einmal durch. Ich nehme fast an, dass ich offscreen auf morgen nochmal eine Kleinigkeit machen muss. Aber guck mal. Schön sieht's aus. Ich würde mir jetzt wünschen, dass der Klee vorne ein bisschen buschiger nachwächst. Naja, macht ihr nur. Die Tür wollen wir sehen als erstes mal da hinten, oder? Geil. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir gut. Das ist meins. Komm, wir gucken gleich mal hier. Ist da noch in der Nähe irgendwas, wo ich dann geschwind, dass ich nicht so weit laufen muss, ne? Hallo, Mahlzeit. Oder kriegen wir die zweite Tür jetzt auch noch gleich fertig? So, ja, ich habe das heute gebraucht. Eine kleine Baurunde einfach. Lass mal ein bisschen was an der Base wieder machen. Da ist der Käfer, den brauchen wir. Den brauchen wir, meine Lieben. Da kommen wir in die Trümmrüben. Wir haben nämlich die Mission. Marini, Marini, mein Super Marini. Jetzt hat er mich aber, guck mal, wie viel. Und geblockt habe ich ihn. Ganz wenig Ding habe ich nur bekommen, Leben. Abzug. Ja, sobald die Mission erledigt ist, hat sich das mit den Marienkäfern. Ich habe nämlich eigentlich keinen Bock, die jedes Mal wegzuschnitzeln. Wann ist sie mag, mag ich sie. So, weiter geht's. Achso, du hast jetzt die andere Rüstung an. Ich wollte gerade sagen, vorhin hat es doch auch gepasst. Warte mal, geschwind. Wupp, guck mal, wie schnell das dann halt ist, ne? Einmal kurz umgezogen. Sehr geil. So, weiter geht's. Zweite Tür, würde ich sagen. Zweite Türe. Doppeltüre sogar. Sehr, sehr geil. Leute, bin ich echt happy drum. Jetzt pass mal auf, wir machen da mal die Sachen hier noch kurz weg. Das ist schon reicht, was? Lieber ein leeres Lager, aber einmal weniger laufen. Die kosten sau viel, die Elemente, gell? Guck mal. Boah, sind die teuer. Aber es hat was, es hat absolut was, muss ich direkt sagen. So, dann haben wir ja schon alles verbastelt. Genau, jetzt machst du mal auf. Oh, das gefällt mir sehr gut. Also die Palisade, die muss ich loben. Die ist echt gut geworden. So, jetzt holen wir uns noch Pustis. Klee kannst du ja schon mal einsammeln. Brauchst du früher oder später immer. Die sowieso hier. Lumlilum. Ich habe schon ewig jetzt keinen Spinnenkontakt mehr an der Base gehabt, ne? Wir sehen zwar, also es sind noch Spinnen auf der Map. Da habe ich jetzt keine Sorge. Aber bis jetzt halten sie sich von der Base irgendwie fern, als ob das so gewollt ist. Das kriegen wir dann eigentlich raus, wenn ich den Stumpen hier noch wegmache. Ah, okay. Hätte ja sein können, dass da irgendwas anderes rauskommt, ne? So, der wäre der nächste, wenn ich den darf. Ah, geil, da haben wir nochmal einen. Oh, ich muss aber meine Axt reparieren, sehe ich gerade. Reicht es noch für den? Zwei, drei Schläge ist er durch. Ne? Ah, der hat es noch gereicht. Gehen wir kurz reparieren da. Den haben wir. Der da, ist das einer?
Der täuscht mich jedes Mal. Da müssten noch mehr sein. Das war mit Sicherheit nicht alles. Da liegen sie. Jo, hier sind sie. Die nehme ich natürlich auch mit. Okay, auf dem Ahornblatt wissen wir jetzt, dass da noch zwei liegen. Ja. Lumlilum und essen, trinken und reparieren. Und dann machen wir, kommt das Zimmer jetzt heute durch. Da kriegen wir heute schon einen Haken dran. Dann zeichnen wir noch die Pilzbeete gleich zusammen an. Dann haben wir das auch mal gesehen. Ich will halt alles so weit wie möglich einmal gesehen haben. Dass wir irgendwann, wenn man dann eine ordentliche zweite Staffel macht, dass ich weiß, wie ich was bauen muss, wo es noch Ecken und Kanten hat. Wir werden dann auch das nächste Mal hier nicht direkt vor Ort bauen, sondern wenn es dann eine zweite Staffel gibt, wird die wahrscheinlich, da suchen wir uns eine richtig geile Location an. Ist das die Fliege, die da draußen rumsaust? Ja. Komm, lass ich mal ein paar Wofis durchjagen. Habe ich noch Inventarplatz? Nehmen wir mal so viel, wie ich gerne hätte. Ich muss eh kurz erst hoch reparieren. So, pass mal auf, hier war Stein. Stein zu Stein. Dann machen wir die Parts vom Marini gleich hier rüber. Das ist zweimal Shell, gell? Dann haben wir das. Dann hatten wir hier irgendwo die Pilze. Dann mache ich die hier dazu. Und die Spricks, die kann ich auch ausmachen hier, ne? So, und jetzt haben wir nämlich auch einen kleinen Vorrat. Schon mal gucken. So, ein davon, kurz ins Menü, unseren Hammer, beziehungsweise unsere Axt ausgewählt und Reparage 2 braucht sie. Gut, aber wir wissen ja, wo wir Harz herkriegen, Quarz. Das ist also kein Problem. Ist aber auch Tier 2, ne? Deswegen wahrscheinlich. Ja, repariert. Repariert ist. Zum Essen habe ich nichts mehr. Da musst du jetzt so ein Dings nehmen, hier, die da. Ich habe nichts anderes mehr, Digga. Ich weiß, die mag sie nicht so. So, meine Lieben. So sind da die Baurunden. Aber ich finde, es gehört einfach auch mal dazu, dass man sich so ein ganz kleines bisschen... Ich brauche das sowieso bei so Spielen, ne? Dass ich einfach mal ein, zwei Ingame-Tage rumlaufe, Material hole und so. Das ist für mich das Wichtige. Wie viel machen wir denn? 20 mal, oder? 19 und 20. Leider. So, dann würde ich das Eck schon gerne fertigstellen hier. Da habe ich jetzt einen Klicker gehört. Zwei. Zwei. Oh, ich glaube, Wofi-technisch sind wir durch. Ja, auf geht's. Geh mal hin, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch. Dafür sind wir auf die Welt gekommen, zum Basteln und zum Bauen. Das Ahornblatt haben wir gesagt, war es, gell? Muss ich mal gucken, welches Ahornblatt das war, das da hinten. Waren wir so weit raus schon? Waren wir schon so weit raus? Die war zu dick, haben wir vorhin festgestellt, die dürfen wir nicht. Dann geht's jetzt an die Pussys. Manchmal habe ich das Gefühl, hinter mir läuft irgendwas, was mir das Zeug hinterher schmeißt, ne? So, komm her, die holst du schon mal raus, die zwei. Zwei Stück. Hier ist nochmal dicker, dann nehmen wir lieber den. Ich stelle mich hier hin. Kann sein, weil ich das, was ich so gehört habe und gelesen habe, kommen wohl jetzt tatsächlich auch Wassertiere, dass wir die nächste Base am Wasser bauen. Vielleicht beim Burgle unten an dem kleinen Teich, dass wir da direkt vor Ort sind, wenn es dann losgeht mit den Viechern. Kleine Hütte hingestellt. Hauptlager haben wir jetzt hier. Da bräuchte man jetzt echt so einen Wagen. Irgendwas. Oder eine Arbeiterbiene oder so, die auch nochmal 8 Stämme mitnimmt, ne? Aber ist okay. Hallöchen! Die liegen in der Falle. Halt, nimm mit. Wie viele sind da jetzt runtergekommen? Dann nochmal bestimmt die nächste 8. Es sind immer 8 Stück, also pro Ding. Das heißt, ich muss noch 1, 2, 3, ja, machen wir jetzt, bis es dunkel wird und dann mache ich hell. Und wenn ich hell mache, gehe ich kurz den Rest holen, dass wir die Beete noch heute angezeichnet bekommen. So, da bin ich gerade gehüpft. Da bin ich gerade gehüpft und dann war das da hinten beim Blatt. Da ist noch eine Pussy, die haue ich jetzt auch noch gleich weg. Und dann haben wir normalerweise zumindest schon mal alles runtergeschlagen, was wichtig ist. Ich mache mal hier
Guck mal, wie viele. Jawohl. Und die da. Das ist trocken, so die kann ich trotzdem nehmen. Da habe ich nämlich keinen Vorrat. So, meine Lieben. Das Spiel kann einen auch beschäftigen, gell? Kleinere Marken hat es noch, habe ich schon gemerkt, aber hey, da gibt es Schlimmeres. So! Ja, dann machen wir doch das so. Dann mache ich jetzt hier einen kleinen Schnitt. Ich hole euch morgen früh ab, es sei denn, es passiert natürlich was, dann schalte ich zu, falls eine Spinne kommt oder so. Oder ein Marienkäfer, irgendwas, was wir brauchen. Dann schalte ich euch zu, ansonsten sehen wir uns morgen und dann zeichnen wir uns noch die Pilzbeete an. Dann haben wir heute wirklich einiges geschafft. Weil jetzt ist es nur immer das Gleiche, ne? Hin und her rennen halt. So machen wir das. Bis gleich. Ich hole euch mal kurz dazu. Ich habe einen Marienkäfer gefunden. Der letzte wahrscheinlich, den wir machen müssen. Es sei denn, wir kriegen nochmal eine Mission. Schauen wir mal, ob wir den packen. Und dann machen wir hier weiter. Wo ist denn der jetzt hin? Da läuft er. Tut mir jetzt schon leid, Digga. Jetzt auffüllen und dann bam, bam. Das geht voll schnell jetzt. Es ist der Wahnsinn, wie schnell man die jetzt durch hat. Die Quest haben wir erledigt. Ich habe nicht gesehen, dass du noch da liegst. So, und weil ihr jetzt schon gerade hier seid, bleibt doch noch kurz dran. Wir gehen noch ganz kurz hier. Ja, ist gut. Einmal das, einmal das. Nehmen wir gleich nochmal 8 damit vor. Und dann ist eh schon fast fertig. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen rangeschleift Material. Dann machen wir uns hell, machen fertig, zeichnen an. War das nur ein 4er? Das war nur ein 4er offensichtlich. Ich dachte, das ist da mehr. Ne, ich habe nur 3. Da liegt's, ne? Ne. Kurzer Moment. Manchmal hängen die ja oben fest. Das Problem ist, ich sehe halt jetzt gerade nicht mehr viel, ne? Komm, wir gehen zurück. Hier kann man nochmal gucken. Da waren nämlich vorhin auch noch welche gelegen. Jawohl. Und dann haben wir schon unsere 4 Pilze. Brauchen wir nicht. Jetzt machen wir es zusammen fertig. 3-4 Mal laufen habt ihr euch gespart. Ungefähr. So. Hey, jo, dann freue ich mich. Dann machen wir morgen direkt den Ausflug. Zu diesem Marker. Und dann können wir nämlich beim Burgle wieder neue Dinge holen. Das ist der Wahnsinn mit der Tür. Das gefällt mir so gut. So, hier geht's weiter. Alles klar. Das sammle ich immer ein. Guck mal, wie schnell das Zeug hier nachspawnt, ne? Das sollten sie eigentlich einfach so ein Dings, dass man sich's einstellen kann. Was weiß ich, so 20 Meter um die Base kein Respawn oder sowas. 19.15 Uhr. Ist eigentlich fast noch zu früh, um da jetzt hochzugehen. Wir können ja die Beete schon mal grob anheben. Ich meine, hier ist, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn ich sie hier draußen machen würde? So im Freiland. Weil hier drin ist so uneben. Ich würde die wahrscheinlich hier anzeichnen wollen. Wie viel machen wir denn? 3 Stück, oder? Ja, machen wir mal 3 Stück, würde ich sagen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. So, das würde ich noch gerne wegräumen. Geil mit dem Lager. Du, das machen wir. Hier drin lassen wir mal alles, wie es ist. Und wir setzen sie hier auf. Wo waren denn die drin? Die Pilzbeete. Und den Basketball können wir von mir aus drin dann aufhängen. Da waren sie nicht. Das waren die Fallen. Das war der Stuhl und das Zeug hier, ne? Was ist denn, wenn ich die so nah wie möglich an den Halm? Aber ich kann da den Halm wegschlagen. Wenn das dann nachher ins Pilzbeet ein bisschen rein wird, das stört mich, das glaube ich nicht. Habe ich jetzt meine Dinger erwischt hier? Das wollte ich nicht. So. So nah wie möglich. Pass mal auf, ich stelle mich nochmal. Das Tor mache ich nochmal so auf. Ab hier. Oh, automatisches Laufen rausgefunden gerade. Super. Hier hätte ich es gern. 1, 2. Die Frage ist halt, komme ich dann noch raus? Ich würde es weiter hinten machen, oder? Ich weiß nicht mal, ob wir die Materialien dafür komplett da haben schon. Ich guck gleich. Es ist mir gute Fackel ausgegangen. So.
So, jetzt mache ich uns hell. Ich mache einen ganz kurzen Schnitt, essen, trinken und so, dass wir da nicht alles jetzt gleich nochmal machen müssen und dann kümmern wir uns um die Pilzbeete. Wunderschönen guten Morgen. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass die Pilzteile auch recht teuer sind. Die brauchen nämlich auch nochmal einen Haufen Stämme. Wir gucken mal, wie es angeht. Ja, so ist doch schön. Dann fangen wir mit dem mittleren auf jeden Fall an. Wir haben alles bis auf die Stämme. Das heißt, und hier fehlen noch 8 Wofis. Die machen wir jetzt noch kurz. 8, 16, 24. Die habe ich mit Sicherheit mittlerweile vorrätig. Zack, zack, zack. Ey, ist doch eine geile Geschichte. Dann haben wir da drauf. Wir brauchen zwar das nicht, aber es sieht halt nett aus, ein Garten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch vielleicht später im Spiel andere Möglichkeiten dazukommen, wie man was pflanzen kann. Ne? Was Brauchbares dann vielleicht. So, das müsste reichen. Ja, vielleicht machen wir wenigstens ein Pilzbeet fertig. Dann hätte man nämlich morgen schon was fürs Auge wieder. So, und jetzt brauchen wir nämlich 18 von den Teilen hier. Ich kann natürlich mal hier durchschlupfen kurz, ob da noch irgendwas liegt. Ich will auch ein bisschen sauber machen gleich, weil das Zeug lädt ja alles, wenn es hier so rumliegt. Wobei es ja wahrscheinlich lädt, wenn man es wegräumt sauber, ne? Oh, ich hätte sogar einen Haken dran. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt tatsächlich offscreen geschwind mache und euch hole, wenn ich es fertig baue. Gott, da stehe ich natürlich drauf. Ne? Das gefällt mir alles, das ist super gut. Ich überlege gerade. Weißt du was, ich schleife noch ein paar Materialien rein. Ich will das heute haben. Ich will das heute haben. Ein Beet möchte ich haben auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir die Wall noch fertig. Dann machen wir das so. Ich gucke gerade mal, ob hier, da hinten stehen noch Sonnenblumen. Da ist noch eine dicke. Wenn ich die kriegen würde. Ja! Dann brauche ich jetzt gar keinen Schnitt machen. Bleib mal da. Das ist ja direkt vor der Hütte. Jetzt hoffe ich nur, dass sie gut fliegen. Ich fäll's mal in die Richtung. In der Hoffnung so. Ganz locker, Diggerle. Und noch einen Dreier nach hast du. Da sind sie hingeflogen. Schön, aber da kriege ich auf jeden Fall jetzt das Beet schon mal fertig mit denen hier. Ah Mist, ich habe meine Dinge nicht an. Jetzt muss es gehen, ne? Jetzt geht's. Zack. Hä? Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ah, ich dachte gerade, wieso nur 7? Es waren doch immer mehr. Die gucken hier zu, die Viecherle, ne? Die organisieren sich. Die schauen immer zu, was du treibst. Die Mitte machen wir zunächst fertig. Hier, die da. Pilzbeet ist fertig. Und der Rest kommt dann hier dran. Lass ich mal gucken, muss ich da was machen? Nö, ne? Einfach nur warten. Komm her, jetzt bleiben wir dran. Zur Not machen wir länger. Baurunde. Ganz normale, stinknormale, schöne Baurunde. Ist das der einzige, der noch da ist? Sind da nicht noch mehr weggeflogen? Ich sehe keinen. Aber ich bin überzeugt davon. Da liegen noch welche. Da liegt keins. Die 3 schnappe ich mir. Ja, ja, da können wir irgendwann mal. So. Also, da machen wir jetzt doch einen kleinen Schnitt. Das will ich fertig kriegen jetzt. Das ist mir jetzt egal, wie lange das dauert. Auf jeden Fall haben wir heute eine Palisade gebaut und da freue ich mich sehr. Weil hier passiert im Moment auch nichts, gell? Es kommt jetzt kaum eine Spinne mehr vorbei und so. Nicht, dass ich mich jetzt beschwere darüber. Da hinten hat es noch jede Menge von dem Zeug. Da ist auch noch eins. Oder? Nee, das waren die, die ich nicht bekomme. Also, meine Lieben, wir sehen uns gleich oben an der Base. Die letzte Baumaßnahme machen wir natürlich zusammen. Wir zählen kurz ab, wie viel wir noch brauchen. Hier fehlt 1. Dann haben wir hier schon mal die ersten Pilze. Wie gut. 2, 3, 4. 5 und ein Wofi. Wofi machen wir gleich. Dann fehlen uns noch 5 Dinger, die kriegen wir. Eine Pusteblume noch, meine Lieben. Komm mal her, ich habe eine Idee. Die holen wir uns jetzt noch zusammen. Dann haben wir es geschafft. Kleiner Hinterhof. Ein kleiner Garten im Garten. Eine Pusti brauche ich noch. Und da müssen wir uns demnächst mal wieder ein bisschen Fleisch bringen. Oh komm, das kann ich jetzt aber auch nicht lassen hier. Ich will's doch sauber hauen in meinem Garten. Das ist doch klar, das ist doch... Oh, jetzt haben wir die alle voll hier schon. Naja, weil ich jetzt keine Grasblanks mehr brauche zum Verbauen, ne? So, komm, eine Pusti noch. Schauen wir mal. Trinken, essen reicht noch. Ich guck mal hier übers Feld.
Ja. Da hinten habe ich jetzt schon geschröpft ganz viel, wo wir gerade hinlaufen. Da sehe ich in der Entfernung wahrscheinlich eine, die wir nehmen können. Möglicherweise liegen aber auch noch Stämme hier rum. Wir linsen mal runter. Ne, hier unten seht ihr die vier Stumpen, die habe ich weghauen. Da hinten ist eher trocken. Ich glaube, wenn wir Glück haben, können wir hier durch und finden noch was. Da vorne ist eine. Wenn wir die kriegen würden, wäre es natürlich super. Ja, ich hoffe, die ist eine. Scheiße, das ist keine. Ja, und hier ist das trockene Zeug, da werden wir nichts finden. Dann gehen wir mal da durch. Das ist der Hammer. Also man darf gar nicht so arg groß denken im Moment. Es sei denn, man spielt im Sandbox-Modus, ne? Weil unendlich Dinger gibt es hier jetzt auch nicht. Ist alles Gras nur. Vor allem mit dem Blick nach oben hier durch das Ding zu laufen, das kann unter Umständen noch richtig blöd werden, ne? Jetzt sind wir hier vorne bei unserem Ding. Ich laufe jetzt mal da noch durch. Ansonsten hinten müssen wir ein bisschen weiter raus, aber für die Aktion mache ich das jetzt. Hier ist eher trockenes Zeug. Gras. Hey, wir haben das ziemlich geschröpft schon für die paar Sachen, die wir jetzt haben, ne? Das sind die Dose hier. Das ist echt traurig. Jo, meine Lieben. Huch. Das meine ich, wenn man mit dem Kopf nach oben hier durch die Dings läuft. Die kriegen wir nicht. Und da habe ich noch nicht viel gemacht auf der Seite. Wir laufen hier mal ein paar Meter rein. Vielleicht kann ich mir auch ganz kurz neuen Saft holen. Das schadet ja auch nicht. Zwei. Da vorne ist. Dann nehmen wir die da vorne, bevor ich jetzt hier rumlaufe und ich finde nichts. Da vorne sind Boosties. Der war nix. Ne, müssen wir dahinter. Ja, komm, das sind ein paar Meter. Siehst du, hier klemmt zum Beispiel einer. Und manchmal finde ich auch nicht alle. Dann schlüpfen wir hier durch. Dann schlüpfen wir da durch. So. Hier ist der Stängel. Ja. Es sind sogar zwei. Da muss ich halt zweimal laufen. Aber jetzt holen wir uns, was wir brauchen als letztes. Ne? So. Das ist ein Tank. Eine könnte ich noch. Die andere ist hier lang von vorne. So, Leute. Eine kleine Baurunde geht zu Ende. Morgen geht es wieder on Tour. Da werden wir auf jeden Fall den Burgle besuchen. Wir werden die Mission machen. Am Haus selber muss ich jetzt noch ein paar Kleinigkeiten ausdünnen. Ich will auch noch ein paar von den Köpfen aufhängen. Mal den einen oder anderen Stuhl vielleicht mal angucken. Aber erstmal geht's on Mission. Und natürlich die Spinnenrüstung. Bevor wir die Spinnenrüstung nicht haben, ist sowieso nichts. So, erstmal hier fertig. Zack. Bam. Das war's. Wir haben es einmal gebaut. Natürlich, die Palisade gehört nochmal ums Gebäude rum, aber das ist hier teilweise so steil und Scheps und so, dass das gar nicht so leicht geht. So, lass mich mal von oben runterschauen. Boah, jetzt war mal fleißig. So, demnächst müssen wir ein paar Vorräte holen, ist klar. Hier unser Pilzgarten, wie schnell die rausgewachsen sind, guck mal. Schön. Hey, oh, kannst ja deine Pilze ernten, das finde ich cool. Das gefällt mir richtig gut, muss ich mal sagen. So, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's wieder auf Tour, Exploration-Runde, Missionen erledigen, Missionen holen. Ich freue mich schon tierisch drauf. Ich nehme an, wir kriegen jetzt dann bald die Spinnenmission. Dann wird's interessant. Bis dann.